gibt's das jetzt alles? Was ist denn heute geplant, Sven? Was machst du da? Anfang mit so, dann komme ich um die Ecke so, weißt du? Und dann, ne? Sagst du, was Sache ist? So! So! Ne? Wir sind gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Düsseldorf und zwar ist mal wieder was geplant. Fahrt zusammen, aber nicht das typische Öfte oder Eising, sondern wir fahren nach. Ja, mal Oberndaunel. Und zwar, wir fahren zur Heinrich-Heine-Universität. Richtig. Wir wollten mal eine neue Kategorie vielleicht erfinden, auch mal an Universitäten zu fahren. Mal gucken, wie es wird. Vincent, wird sie hinlegen? Selbstverständlich. So ist das. Irgendwer muss es ja machen. Ja. Irgendwer muss sich ja immer auf die Fresse legen. Ja, wie sieht es denn eigentlich hinten so aus? Ja, hinten sieht es gar nicht gut aus. Hinten ist es ein bisschen vollgepackt. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten ungefähr, bis wir da sind. Und 20 Minuten noch, ja, so 20 Minuten brauchen wir. Hier sind übrigens Radfahrten verboten, habe ich gerade gesehen. Ja. Komm auch rein. Bald. Komm hier, warte, lass doch nochmal machen. Wer es erst unten ist. Challenge. 3, 2, 1. Hey, das kann hoch. Ja, was denn? Was denn? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist ja okay. 3, 2, 1, go. Schwerer Verlierer, komm. Junge, jetzt sich nicht so doof quergestellt. Yeah! Jo, also, wir sitzen jetzt hier schon wieder im Auto auf dem Nachhauseweg. Sven, was hast du so? Ja, der Tag war eigentlich ganz geil, aber hat auf jeden Fall ein bisschen was gefehlt. Mehr Treppen, mehr Gaps, aber fürs erste Mal kann man machen. Ja, denke ich auch. Also dieser Flow hat einfach echt gefehlt. Du hast keine vorgegebene Strecke gehabt, wie wirklich, wenn du auf deinem Trail im Wald bist. Raus, ne? Ja, ja. Du bist wirklich von Spot zu Spot gefahren, um dann die einzelnen Sachen anzufahren, Treppen, Gaps und so weiter. Ja, war da ein bisschen störend, also du hattest wirklich keinen Flow in der Strecke gehabt. Und, ja. Jo, also ich denke, das war's für diesen Tag. Wir verabschieden uns hier. Bis zum nächsten Video. Ciao.